Hallo, ich bin Galina. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man eine Umhängetasche für die Schule selber macht. Sie benötigen entweder Jeansstoff aus dem Laden oder, falls Sie auch Hosentaschen haben möchten, aber keine Zeit haben, um die noch dran zu nähen, benutzen Sie einfach alte Jeanshose. Außerdem brauchen Sie noch Schere, Nähfaden und natürlich auch Bügeleisen und Nähmaschine. Zunächst brauchen Sie beide Teile von der Jeans, die Sie aufeinander legen. Legen Sie als Vorlage ein quadratisches Papierblatt da drauf und schneiden Sie sich mit einer Schere zwei gleich große quadratische Stoffstücke zurecht. Diese sollten dann verkehrt herum aufeinander liegen, so dass nachher der Jeansstoff von beiden Seiten außen sichtbar ist. Nehmen Sie nun ein weiteres, etwas längeres Teil der Jeanshose, falten Sie ihn zusammen und schneiden Sie daraus zwei längere Streifen. Daraus soll der Henkel entstehen. Jedes Teil soll nochmal gefaltet werden und von beiden Seiten nach innen umgekrempelt, damit der Stoff nicht ausfranst. Bügeln Sie die gefalteten Streifen, damit die gesamte Näharbeit besser gelingt. Nähen Sie beide Henkel und verbinden Sie miteinander mit Hilfe des Zickzackstichs. Für die Schulter können Sie ein Rechteck nähen, der dann diese Verbindung zwischen zwei Henkeln versteckt und etwas weicher ist für die Schulter. Weiter nähen Sie beide unteren Seiten von Quadraten zu, sowie die rechte und die linke Seite. Die obere Seite bleibt einfach offen, damit Sie dort in die Tasche auch etwas reintun können. Zum Schluss nähen Sie noch die Henkel an die Tasche, am besten in der Form eines Rechteckes und zwei Diagonalen, damit die Henkel wirklich halten können. So bekommen Sie eine schöne Umhängetasche für die Schule mit zwei Hosentaschen an den Seiten. Viel Spaß damit!